Ja, guten Tag zusammen und willkommen zurück bei This War of Mine. Tag Nummer 5 haben wir. Pavle ist unterwegs auf einer Special Mission. Das habt ihr ja schon in der Folge 3 gesehen. Und ja, wir brauchen, glaube ich, Wasserfilter. Da werden wir erstmal schauen, ob ich die herstellen kann. Die Katja ist immer noch leicht verletzt. Wieso ist die leicht verletzt? Ach, wir wurden hier überfallen in der Nacht, glaube ich, ne? War das so? So, da werde ich mal 3 Stück von herstellen erstmal. Das sind diese Wasserfilter, meine ich, selbstgemachte Filter zum einmaligen Gebrauch, um Regenwasser aufzubereiten oder Alkohol zu destillieren. Das ist gut, dann können wir nämlich Wasser wiederum regenerieren, beziehungsweise Wasser wiederum destillieren, keine Ahnung, filtern. Das brauchen wir nämlich nachher locker einmal natürlich, um Alkohol zu brennen und natürlich auch um Wasser herzustellen, zu kochen. Aber das ist ja blöd mit Pavle. Also ich hätte ihn ja ganz gerne noch ein bisschen pennen lassen, aber ist natürlich jetzt etwas schwierig. So ein Pech, uns sind die Zigaretten ausgegangen. Ja, dann hörst du eben halt auf zu rauchen. Im Krieg wird nicht geraucht. So blöd, wie sich das anhört. Gut, das haben wir da. Was schaut's aus mit Upgraden? Da fehlt mir Holz für. Da wahrscheinlich dann auch. Ja, da fehlt mir sogar noch wesentlich mehr. Was sagt der E-Herd? Beziehungsweise der E-Herd ist es weniger, sondern ein normaler Herd. Sehr hungrig, ja. Wir haben heute nicht mehr so viel zu futtern. Das ist echt bescheiden. Ach komm, dann wirst du einfach mal sowas futtern. Ich möchte jetzt mal wissen, ob ich jetzt gleich mit Pavle weiterspiele in der Nacht. Zu dieser Special Mission. Oder ob ich mit Katja loseier. Inhalt. Was heißt denn Inhalt? Inhalt? Will sie ein Buch lesen dort? Nicht sehr sättigend. Ja, ich war jetzt immer noch sehr hungrig. Erstmal noch ein Happen. Gut, im Bett schlafen. Nee, du musst Wache stehen. Und dann gehen wir mit Katja plündern. Scharfschützenkreuzung, würde ich mal sagen. Weil da war ja einiges an Material. Bombardierte Schule, da waren wir auch noch nicht. Etwas Lebensmittel, aber etwas Lebensmittel ist schlecht. Ich brauche viele Lebensmittel. Ich werde mal... Sind das die Prozentzahlen? Ja, okay. Ich werde mal da oben mal hingehen. Und ich werde einen Dietrich mitnehmen. Einen Dietrich Schaufel braucht mir, glaube ich, nicht. Also zumindest hatte ich da nicht gesehen, dass da irgendwelche Schutthaufen waren. Dann sparen wir uns nämlich wieder einen Platz, weil Katja, doch die hat auch 12, genauso wie Pavle. Und wir hoffen, dass dann Pavle auch relativ schnell wieder zurückkommt. Und dass auch hier alles noch frei ist. So. Die läuft natürlich nicht so schnell wie... Genau das ist es nämlich. Die läuft nämlich nicht so schnell wie Pavle. Hoffentlich ist sie nicht verletzt. Schwer verletzt. Scheiße. Verdammte. Ich hab's fast gewusst. Ich hab's geahnt. Ah. Verdammt. Mal gucken. Vielleicht finden wir im Haus nochmal irgendwie irgendwelche Verbände oder so. Das wäre natürlich äußerst praktisch. Guck da mal rein. Ah, wir brauchen das Material. Wir brauchen das. Wir brauchen auch Holz richtig dringend. Wir brauchen das alles. Das tut mir ja leid, aber wir brauchen das. Wir brauchen das wirklich. So, was ist da drin? Das Problem ist, ich muss auch zusehen, dass ich mit ihr da auch irgendwo wieder rauskomme. Das wird echt schwierig. Vor allem die Frage ist, wo? Oder
Sagte er von im Hotel sitzt er? Das heißt, hier wäre er quasi drin. Im Laufen ist er jetzt ja nicht mehr, also die wird abgeknallt. Scheiße. Die wird abgeknallt, das kannst du knicken. Schwierig, 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 schwierig. Mal gucken, ich glaube, ich lasse es mal drauf ankommen. Und lass Katja mal bis zur Morgendämmerung mal gucken. Was haben wir denn hier? Da haben wir Tabak. Oder was ist das? Drehtabakzigarette. Brauchen wir auch. So, das lassen wir nochmal da. Vielleicht finde ich irgendwo eine Bandage oder sowas. Schwer verletzt. Das ist echt scheiße, ist das. Was ist das? Normaler Tabak. Haben wir sowieso keinen Platz mehr für. Ich frage mich gerade, ob man die Ratten auch mit der Faust totschlagen kann. Die müsste man doch eigentlich auch so fangen können. Sage ich mal. Und zumindest, wenn ich ein Messer dabei habe. Da kann sie hochklettern, sehr schön. Da kommt sie mit dem Dietrich weiter. Aber lass im Badezimmer irgendwas drin sein, eine Bandage oder so, bitte. Jawohl! Sehr gut! So, dann scheiß mal auf die Zigarette. Ich muss sowieso erstmal die Bandage nehmen. Ich weiß gar nicht, ob sie die Bandage überhaupt jetzt nutzen kann. Kann sie, glaube ich, gar nicht, oder? Da wäre ich mich dann schon wieder der Gekniffene. Was ist das? Kräutermedizin? Verlassen? Doch, kann sie, glaube ich, oder? Rauswerfen, verlassen. Verwendet. Ja, es ist mir klar, dass es verwendet wird, aber... Und dann, was stand da? Ziehen, um mehr zu sehen. Verlassen. Renn zum Ausgang. Ja, das wird ja wohl nix. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Nee, doch, geht so. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, da das zu benutzen. Kann man da nicht irgendwie mit Rechtsklick oder so? Das ist doch echt. Weil ich meine, sie hatte ja die Bandage dabei. Warum sollte sich die jetzt nicht auch einfach ums Bein wickeln können? Verlassen. Aber es geht offensichtlich nicht. Also. So, guck mal unter das Bett, ob da noch irgendwas Interessantes liegt. Oh. Auch schön. Dann nehmen wir doch gleich mal 4 Stück von mit. Dann wird sie sicherlich eine ganze Weile brauchen, um nach Hause zu kommen. Also ich lasse es jetzt einfach mal drauf ankommen. Denn mein Problem ist jetzt, wenn ich die jetzt rauslaufen lasse, wird sie erschossen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Also da brauche ich gar nicht erst groß drüber diskutieren. Die wird erschossen. Ganz eiskalt. So, und das kann ich natürlich nicht zulassen. Insofern werde ich bis zum Tagesanbruch warten und hoffen. Und werde hoffen, dass sie da heil rauskommt. So, da ist natürlich eine ganze Menge. Da ist auch eine ganze Menge dran. Gucken wir es da. Warte mal. Ich will mal kurz was ausprobieren. Kurz was ausprobieren ist nicht. Ja, weil die Ratten sind immer dann da, wo ich nicht bin. Das ist etwas unpraktisch. Weil die sich natürlich verpieseln, die Schweine. Gut, also offensichtlich ist es nicht möglich, die Ratten zu fangen. Also zumindest bin ich zu blöd dafür. Tür ist mit Brettern, das ist mir klar. Sie lässt sich nicht öffnen. Ach, das ist aber auch. Da wird man irgendwie auch reinkommen können müssen.
Weil hier kommt man sicherlich hier oben durch und dann hier runter. Ja gut, dann muss ich das nächste Mal denn eine Dings mitnehmen, hier so eine Brechstange. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Das ist schwierig, das ist echt schwierig. Rucksack ist voll. Wir sind wirklich voll, also... Nur wie gesagt, ich traue mich jetzt nicht so rauszugehen, da werde ich erschossen. Vielleicht werde ich auch so erschossen, vielleicht steht ja gleich Katja wird erschossen oder wurde erschossen. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Hier sieht man auch, wie viel Energie sie hat, nämlich gar nichts mehr. Ich muss diesen Ort schnell verlassen. Ja, das würde ich auch anraten, aber... Plündern. Aber es ist schwierig. Es ist natürlich echt schwierig. Ja, ich weiß, muss zurückkehren, aber wenn ich da jetzt rausgehe, bin ich tot. 100 Pro. Ich gehe mal hier hinten weiter. Gut. Jetzt bin ich echt gespannt und bitte lass sie nicht abgeknallt werden lassen, tun, möchten, sollen. Oh, ich sehe das schon kommen, da steht gleich, Katja wurde erschossen oder Katja wurde getötet oder... So, Pavel hat einige Waren von den Hilfsgütercontainern mitgebracht, sehr gut. Obwohl, naja, gut. Ja, dann versuche uns auszuräumen, es schien entschlossen zu sein, haben nur geringfügig Schaden angerichtet. Glücklicherweise bewaffnet, Bruno wurde verletzt, die Angreifer haben nichts gestohlen und so. Wachen leisten gute Arbeit. Das hat ein Problem, wird jedoch dann Katja. Irgendwie hoffen jedoch, dass Katja bald zurück sein wird. Ja, das hoffe ich auch. Du bist sehr hungrig, logisch. Die ganzen Medikamente werde ich mal für Katja mal aufbewahren. Es ist schwer ohne Ruhe. Ja, natürlich. Du kannst auch gleich schlafen gehen, sofort. Ja, da pennt er wirklich fast ein. Da kommt ja kaum die Leiter runter. Gut. Kann ich das Upgrade machen? Habe ich schon irgendwas am Material da, womit ich arbeiten kann? Nein. Holz ist natürlich jetzt mit Katja unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wir machen ein bisschen Musik an. Oder ne, ich will erstmal dieses Wasserteil ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob man das jederzeit einsetzen kann, oder... Was hat er? Benötigte Teile 1 von 3. Anzahl 4. Herstellen. Ah. Katja hat einige scheußliche Wunden. Es scheint sehr ernst zu sein. Ich konnte auch nicht damit rechnen, dass Pavle... Was hat er denn jetzt? Was hat denn Pavle jetzt? Ist er sehr hungrig, das ist mir klar. Ist er denn am Verhungern, wenn er das Symbol anzeigt? Oh, fuck. So, gleich mal... Komm, auf Katja, komm. Schaffst es. Ups. Katja, schaffst es. Komm! Beweg dich! Wo sind meine Zigaretten? Ja, wo sind deine Zigaretten? Hör auf zu rauchen, Junge! Nichts zu beißen, aber rauchen. Na, mal gucken. Ich will hoffen, dass das reicht. Ich werde dir auch, glaube ich, noch Medikamente gleich mal reinbröseln. Nun müsste die Heilung beginnen. Ja, ich werde hier mal so ein... Das geht nicht. Wir sollen die Medikamente für später aufbewahren. Naja gut, okay. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Du bist sehr hungrig. Das kann ich verstehen. Ich will zu viel Blut. Ich brauche Hilfe. Ja, du... Wie soll ich dir helfen? Ja, scheiße, Mensch. Ich verliere zu viel Blut. Kann ich mit ihr irgendwas machen?
Nee, sonst hätte ich ja mal sagen können, so hier, helf hier mal, aber das funktioniert irgendwie nicht, offensichtlich. Die zweite Bandage kann ich auch nicht nehmen, wenn sie blutet. Das ist äußerst schwierig. So, ein bisschen was hat er schon gemacht? Kann ich was kochen? Kann ich auch nicht. Puh, weil mir einmal Gemüse fehlt, ey. Das ist auch so klasse, echt. Ohne hier, guck mal. Ich kann auch noch Feuer herstellen. Feuer herstellen soll ich schon hier. Brennstoff herstellen. Dann werde ich mal Verbrauchsgüter. Davon würde ich mal gucken. Ja, es ist natürlich schade drum, das Material, ne? Aber egal, ich muss was zu essen kochen. Das nutzt alles nix. Herstellen. Oha, ob Katja wieder wird. Ob Katja wieder wird. Oh, meine Güte. Scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt, aber das fing auch damit an, dass Pavle einfach weggegangen ist. Ich dachte, ich hätte dann zumindest noch bis zur Nacht Zeit oder so, aber offensichtlich nicht, sonst hätte ich Pavle ausschlafen lassen und dann wäre Pavle gegangen und dann, naja, gut, das nächste Mal sind wir schlauer. Da lernt man draus, mal gucken, was der Bruno zu wagen hat. Eins war ich Optimist, ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Ja, so sieht das aus. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt, das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Tja, Raucher. Du wirst dir das Rauchen abgewöhnen müssen, mein Junge. Das ist halt so. Tut mir ja leid für dich, ganz ehrlich, aber ja. So, da haben wir 3 von 12. Ich müsste also 4 herstellen können. Mehr Wasser habe ich momentan auch nicht. Aber zumindest habe ich ein bisschen was zu futtern. Sehr hungrig, ja. Das macht uns wirklich ein Gar aus. Ich brauche auf jeden Fall Wasser, ich brauche was zu futtern. Ganz dringend. Aber ich würde sagen, wir legen unseren Fokus jetzt vielleicht auch erstmal hier auf das Upgrade der Werkbänke, weil dann können wir nämlich dann auch wieder andere Tools herstellen. Das darf man nämlich auch nicht vergessen und außer Acht lassen. Was brauchte ich hier noch? Aber wahrscheinlich werde ich dafür nur Teile brauchen. Teile und Holz. Ist auch gleich schon wieder abends. Mal gucken, was der Pavle sagt. Ich will hoffen, dass er... Ja, Teile brauchen wir natürlich noch massig. Holz brauchen wir. Metallwerkstätte, ja. Gut, das heißt, wir brauchen auch noch 2x Holz und 11x Teile. Das sollte sich eigentlich machen lassen. Weil ich meine, man kann mit dieser Werkbank kann man nämlich nachher auch Fallen bauen. Also Fallen für Ratten etc. Da kann man dann nachher dementsprechend... Kann man nachher dementsprechend dann auch Tiere fangen und essen. Also dann wäre zumindest dann das Futterproblem so ein bisschen im Griff. Ich werde auch, glaube ich, nochmal gucken, was da an Medikamenten war. Vielleicht kann ich mit den Medikamenten auch so ein bisschen Katja helfen. So, du, sehr hungrig. Du nimmst mal, bevor es wieder rausgeht, was zu essen. Ich will hoffen, natürlich nicht. Habe ich wieder bis zum letzten Augenblick gewartet, Spitze. Aber er ist nicht müde, ist sehr hungrig, schwer verletzt, müde, gut. Ihn schicken wir zum Plündern. Du wirst Wache stehen und natürlich Katja wird schlafen, die muss ich erstmal ausruhen. Und wir gehen wieder in die Scharfschützenkreuzung. Das ist alles nicht so prall, aber wir müssen dahin. So, und ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Insofern seht ihr erst in der nächsten Folge, wie es mit uns weitergeht. Oder wie es mit Katja, Pavle und Bruno weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, kommentiert. Tipps, Tricks, Anregungen sind natürlich wie immer gerne gesehen. Ihr kennt das ja. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von This War of Mine wieder. Macht's gut und tschüss.